wir fangen einfach an. Ich glaube, das ist, Lieder sagen manchmal mehr als 1000 Worte. Nee, das ist Quatsch, aber okay.
Bahnhof, Europa ziehen gleich. Wo die auf dem Kanzler, wo betreten dort ihr Reich? Nimmt Deutschlands Millionär, die Puppe dann die Hand. Die Arme ignoriert sie und stellt sie an den Rand. Wer die eine zu retten leicht sei, die andere zu verfahren. Und die einen suchen Hoffnung, die anderen sehen perfekten Platz. Abend uns verzweifelt, man kann ja verstehen, dass sich die Ohren dieser Stadt guckt, ein wenig anders dreht. Wachstum schadet niemandem, besonders nicht den Reichen. Vielleicht gibt's Opfer hier und da, Bedürftige und dergleichen. Der Schwund ist bekanntlich überall. Doch auf Zahlen kann man streichen. Und die einen fahren ins Paradies, und die anderen müssen weichen. Was von Stärke, lache über die Einigkeit und macht sich nicht an Werke. Und das ist es wie die Obrigkeit, die unsere Zukunft sticken. Ach, wir Männer der Konzerne, die uns mit Kriege schicken, denn profitabler ist es wohl, nur hier und da zu blicken. Und sie finden immer neue Wege, um uns wieder mal zu ficken. Lobby gibt sich einig, nach Hören zu streben. Seit die Rüstungspolitik, dem Handel mit dem Leben. Der deutsche Leopold kämpft noch vor der ganzen Welt. Wen er tötet, wer ihn lenkt, stimmt wer ihn bestellt. Und die Moral wird dann ersetzt durch das gute alte Geld. Denn was juckt ihr Geschwätz von eben, und wer durch ihre Waffen fällt. Den Ahnungslosen, ja, das müsste jetzt so sein. Den Aufbegehrenden deutet sie, man wäre ja am Recht. Denn ohne diese Strategie ging es so schlecht. Ja, wer bin ich also hier zu singen gegen diese Politik? Und heute steht hier zwei Personen, ganz ohne Kritik. Ja, wer sind wir also hier zu singen gegen diese Politik? Und es gibt hier zwei Personen, ganz ohne Kritik. Nicht unterzeichnet hat. Und zwar aus folgendem Grund.
Die Gesetze der USA gehen nicht konform mit den Rechten der Kinder. Das muss man sich mal vorstellen. Darüber hinaus sind der Iran, Saudi-Arabien, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka, der Jemen und, falls Sie sich interessiert für den nächsten Sommerurlaub, die Malediven, immer noch Länder, die die Todesstrafe für Kinder verhängen. Nach wie vor, 2018. 152 Millionen Kinder arbeiten weltweit unter schlimmsten Bedingungen. Das sind jedes zehnte Kind. Viele Staaten, darunter auch Deutschland, erfüllen die Vorgaben dieser Konvention lediglich unzureichend. Deswegen habe ich ein Lied geschrieben und meine Kinder mögen es mir nachsehen. Das heißt, der Weihnachtsmann ist tot. Parallel ist auf dem Kinder, wo Europas Küste. Da liegt da halt ein kleiner Junge, tot am Badestrand. Schlecht für den Tourismus, haben sie es genannt. Syrien nach Fallenbomben, auf einem Kindergarten, wenn es Boot in Kriege führt, ist das wohl zu erwarten. Heuch, was kommt von draußen rein? Heuch, was ist denn das? Asad bringt Geschenke, verpackt in einem Fass. Ja, der Weihnachtsmann ist tot und der Krieg ist legitim. Der Frieden steht unter Verbot, den hungernden Kindern klauen wir das letzte Brot. Ja, der Weihnachtsmann, ist ja mausetot. Es sind kleine Kinder, vor dem leeren Brunnenschacht, und daneben steht ein Mann im Anzug, der eben schlacht. Am Brunnen hängen Schilder, die wohl passen da nicht mehr. Wir pumpen hier für sie, freundlichst, ihr Konzern. Und an ihrer Ring an ihrem Finger, was ein schöner Stein. Gold und Diamanten finden alle Menschen freund. Doch auch hier sind oftmals Kinder, die diese Klunker finden. In euren Minen, wo sie sich dafür zu Tode schinden. Ja, der Weihnachtsmann ist tot. Und der Krieg ist legitim, der Frieden steht unter Verbot. Den hungernden Kindern klauen wir das letzte Brot. Ja, der Weihnachtsmann, ist ja mausetot. Die Klamotten, die wir tragen, Primark sei bedankt, ist waren durch Kinderhände ins Regal gelangt. Auf Jack and Jones, Alten oder Silver, kleine Hände, kleine Nähte, ist doch wunderbar. Auch Kriege sind ja Gott sei Dank nicht immer ganz konform. Da näht sich halt die kleine Hand, selbst die Uniform. Viele Kinder töten müssen, sind man ungefähr. Trotzdem sind all die Angaben ganz sicher mit Gewehr. Ja, der Weihnachtsmann ist tot und der Krieg ist legitim. Der Frieden steht unter Verbot. Den hungernden Kindern klauen wir das letzte Brot. Ja, der Weihnachtsmann, ist ja mausetot. Und ich denke, das sei unglaublich oder wäre wohl zu harsch. Ich übermal den eigenen Kopf ganz schnell aus deinem Arsch. Dennoch hier in Deutschland, wer die Statistik noch nicht kennt, liegt illegale Kinderarbeit bei 25%. Kinderarmut in Deutschland 21%, jedes sechste Kind. Der Weihnachtsmann ist tot und der Krieg ist legitim. Der Frieden steht unter Verbot. Den hungernden Kindern klauen wir das letzte Brot. Ja, der Weihnachtsmann ist offensichtlich tot.
na na na. Du warst Führer der Gewerkschaft und strittest für dein Recht. In dir sitzt Arbeitergedichte mit Vorliebe von Recht. Machst überall Ärzte, wenn es um die Freiheit geht. Kampf in Ungerechtigkeiten, ja, das war voll dein Ding. Heute trägst du alte Schlappen und ein vergiftetes Unterhemd. Zündest dir die nächste Kippe an, auch wenn die vor dir noch brennt. Und der Tisch vor deinem Bett, der die Ziele vier Dosen zu Hause. Auf den Bergen deiner Spüle, hast schon lange nicht mehr genommen. Augenscheinlich waren sie aber Brüder im Geiste. Denn der eine hat ausgedrückt. Waren wieder auf die beiden Autos, die hier als Fangruppe immer vorbeifahren. Alle Autos, die hier vorbeifahren, sind auch Fans. Soll denn jemals eine Zukunft in Frieden möglich sein, wenn man fortfährt, in die Waffenproduktion und in die Forschung zur Entwicklung neuer Waffen zu investieren? Diese Frage hat Papst Benedikt gestellt. Eugen Brevermann hat auf seine Weise für sich eine Antwort gefunden, die lautet:
Günstig für den Frieden ist nicht eine starke Armee, sondern überhaupt keine Armee. Wenn wir das schaffen täten, wir Menschen, dann würden manche wieder anders getextet werden können, dürfen. Geht leider nicht. Noch ist es nicht. Was können wir tun? Wir können sowas tun wie heute. Musiker wie Manu und Steffen fragen, macht ihr Friedensklänge? Musiker wie Michael, hi, sag mal hallo. Hallo. Wie Michael fragen, macht ihr Klänge? Macht ihr Friedensklänge hier im Tunnel? Spielt ihr eure Musik? Ein Zeichen dagegen zu setzen. Was bleibt uns, als es auf irgendeine Art und Weise, auch künstlerisch mit einem Friedenstunnel, mit Friedensworten, mit Texttafeln, die vielleicht zum Text, zum Lesen anregen oder mit Texten, die auf irgendeine Art und Weise uns Menschen berühren. Wenn man das schafft, ist vielleicht ein bisschen geschafft. Vielleicht hat deswegen nicht ein Kind mehr zu essen und auch nicht irgendwie ein anderes Kind weniger zu arbeiten. Dennoch müssen wir irgendwas tun. Und ich sage ja immer, Frieden fängt klein an, er fängt letztlich bei mir selber an. Bei dem, was ich tue und wie ich in unseren Alltag zurückgehe. Und das kann ich nur so tun, wo ich in meinem kleinen Leben auf irgendeine Art und Weise wirken kann, positiv wirken kann, trage ich auf irgendeine Art und Weise zum großen Ganzen bei, auch wenn ich auf der anderen Seite der Welt deswegen nichts ändere, auch nicht an der Politik. Dennoch kann ich Einfluss nehmen, indem ich nicht nur einfach sage, es ist mir egal. Und dadurch, dass Sie hier sind, gehören Sie dazu. Es ist Ihnen augenscheinlich nicht egal, sondern Sie sind bei den Friedensklängen seit so vielen Malen dabei. So viele vertraute Gesichter, die ich immer wieder sehe, was mich unheimlich glücklich macht. Und ich freue mich, Ihnen ankündigen zu können, dass wir im kommenden Sonntag hier die Ukulele-Freunde haben, ein 18-köpfiges Ukulelenorchester, die auch im Übrigen auf ihre Weise Friedenslieder singen. Mit kleinen Gitarren, mit Ukulelen, sage ich jetzt immer. Und einen Sonntag danach werden wir eine Opernsängerin hier im Tunnel, die ihre Stimme erklingen lässt. Aber heute haben wir Howald und Töhlen da. Eine Band, die uns auf ihre ganz besondere Weise inspiriert und berührt hat. Und ich bitte nochmal um einen ganz herzlichen Applaus. Passen Sie auf sich auf, kommen Sie nächsten Sonntag wieder und ja, ich freue mich einfach, dass wir heute hier so sitzen. Und auch die zwei Kinder, es ist kalt hier im Tunnel, ne? Sauerei, das hat heute echt gezogen. Aber gut habt ihr ausgehalten mit einer warmen Kuscheldecke, klasse. Tschüss. Tschüss. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch, das finde ich super, das machen wir auch. Ich habe kein Lied, sondern weil ich es gerade gehört und dachte, ich habe ein Gedicht mitgebracht. Na, tut mir gar nicht stehen bleiben. Ja, natürlich. Und ich möchte das Gedicht jetzt kurz vorlesen, es ist nicht lang, aber ich glaube, das ist, glaube ich, das, worum es uns gehen sollte und worauf wir achten sollten. Das Gedicht heißt, es glaubt der Mensch, und ich lese es mal vor. Ich kann es leider noch nicht auswendig, aber warum auch. Es glaubt der Mensch in seinem Wahn, dass er die Welt erklären kann. Er hat geforscht und spioniert und wüsste nun, wie es funktioniert, kennt alles, was auf Erden kriecht, und weiß, wie jede Blume riecht. Auch alles, was am Himmel fliegt oder im Meer verborgen liegt. Der Mensch scheint daher ganz schön schlau, denn auch das All kennt er genau. Kennt Planeten, Galaxien und Kometen, die vorüberziehen. Doch nur weil der Mensch all diesen Dingen Namen gibt, die sinnvoll klingen, ist nicht der Weisheit letzter Schluss, was dringend er erkennen muss. Denn all das, wonach er strebt, bedingt sich durch das, wie er lebt. Denn im Sein mit Tier und Pflanzen ist er doch nur ein Teil des Ganzen. Vielen Dank.